Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und I shall be Zwergenfreunde, discreet. zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Ja, wir sind in diesem tollen Kanonenturm. Wir müssen ihn nochmal machen, weil ich vergessen habe zu speichern. Aber das sollte ja schnell gehen. Die Dialoge und so kann ich überspringen, die Textnachrichten. Müssen nur How may I help? alles hier Yes. töten und einsammeln. Let's see what Und dann lies machen wir this. am Aufzug noch mal ein Save. Alof backt da oben ein bisschen rum. Ja, und ich werde derzeit auch wahrscheinlich nicht viel zu sagen haben. Außer, dass es dumm gelaufen ist, wie es jetzt gelaufen ist. Aber ja, Adolf kann man einen Blick hier reinwerfen. Und hier drin kennen wir schon alles. Gut. Brave. Wegmachen. So, hier alles einsacken. Das hier sind ein paar Skuldrax. What a marvelous machine! Solid dwarven craftsmanship. We're not setting foot on that, are we? Welch wunderbare Maschine, so die zwergische Handwerkskunst. Wir setzen aber keinen Fuß auf das Ding, oder? Wir waren gerade schon drauf. Und ja, wir setzen einen Fuß auf das Ding. So, hier ist das eigentliche Skuldrak-Nest. I shall be discreet. Und Wahrnehmungsumhang. Mal sehen, was tragt ihr alle so? Ist die Wahrnehmung durch den... Ja. Das ist durch das Schleiertuch. Säuberung, Überleben plus 2. Ja. Ist nicht schlecht.
Wie sieht's bei Kanna mit Wahrnehmung aus? Dann kriegt Kanna dieses Ding mal. So. Irgendwie will ich mir das, den Schleichbonus durch den Umhang nicht nehmen. Not sure how I feel about this. There you go. So. Da ist schon mal der Hebel. Stand together. Following your tail ends here. Oh, Sturmrufer. Raste im Nest eines Flugdrachen. Okay. I'm here. Haben wir einen Flugdrachen gesehen? Flugdrachen. Das wäre dann der Drache oben auf dem Berg, also im Hyena-Schrein. So. At once. Jetzt ist hier alles irgendwie wieder tot. Hope that helps. Ah ja, der schöne Speer. Ja! Die Wortspinne, die nicht mitkämpfen wollte. It's no trouble. Hope that helps. Tränke hier, Tränke da, Zettel hier, da ist der Rostlöser. So, damit haben wir alles, was hier ist. Hier müssen wir noch rein, können wir aber auf dem Rückweg machen. Von hier oben am besten und in die Gaskammer müssen wir noch. Also in die Beschichtungskammer. Nach unten blicken, jemand auf den Vorsprung schicken, selber. So, mit Hammer und Meißel. Treten wir den Raum. Rest might do us some good. Stand together. That's it. I have them.
So. Damit hätten wir alle Gegenstände eigentlich, die wir bräuchten. Jetzt mache ich mal das erste Quicksave hier. Okay, du, jetzt zauber uns mal was Schönes. Achso, den haben wir da oben abgehängt. Okay. Absolutely. Oh ja, da war noch Durgan-Stahl. Jetzt müssten wir, glaube ich, auch genug Durgan-Stahl haben. Um nochmal einen veredelten Barren herzustellen. So, dann bringen wir den Aufzug mal wieder in Gang. Hier sind wir ja fertig. I'm here. Also erstmal den Rostlöser auftragen. Zahnrad einsetzen. Den Ersatzhebel in den Schlitz stecken. Ein Quicksave machen. Und dann geht's nach oben. Den Hebel ziehen. Der Aufzug setzt sich endlich hoch und die Bewegung hebt dich nach oben in Richtung der Wolken. Der Aufzug bewegt sich langsam und ruckelt durch den Schacht. Alle paar Meter wackelt er heftig und die eingerosteten Ketten ächzen wie die Toten. Er bleibt ruckelnd stehen, die ganze Plattform schwingt gefährlich hin und her. Ein scharfer metallischer Geruch strömt aus einer der Winden. Du hörst ein kreischendes Geräusch. Erst denkst du, es käme aus der Winde, aber dann merkst du, dass es von oben kommt. Ein gewaltiger Skulldrack kommt aus den Schatten herabgestürzt. Du spürst einen Lufthauch, als er an dir vorbeizieht. Aber du siehst ihn nur für den Bruchteil einer Sekunde, ehe er schon kehrt gemacht hat und mit wurmbestürmendem Schreien nach dir sucht. Das Rauschen von Flügeln und ein moschusartiger Geruch machen dir klar, dass noch mehr der Bestien hier sind. Die Plattform schwankt und wackelt weiter, während sie sich dir nähern. Jemanden schicken, die Winde reparieren. Das mache ich selber. Du eilst geräuschvoll zur Winde. Deine Schritte hallen in den blutenden Schacht wieder. Der Skulldrack. Ein Skulldrack löst sich von dem Schwarm und fliegt in deine Richtung, von dem Lärm angelockt. Aber du richtest dich zu deiner vollen Größe auf und wirfst die Schulter zurück. Der Skulldrack jault und rauscht an dir vorbei. Zurück in die Sicherheit des Schwarms. Du erreichst die Winde und beginnst die klemmenden verrosteten Zahnräder zu bearbeiten. Das Problem sieht komplexer aus, als du gehofft hattest. Du weißt nicht, wie lange es du brauchen wirst, um das verformte Chaos aus Zahnrädern zu reparieren. Weiter die Winde reparieren. Der größere Skulldrack stürzt auf die Mitte des Aufzugs herab. Sein Kreischen wird zu einem Zischen, als er brodelnde Säure auf die Plattform spuckt. Du hörst einen Schrei und riechst verbranntes Fleisch. Die Skyler und Skulldrack huschen in immer enger und engeren Kreisen vorbei. Das größere Tier des Schwarms scheint derweil zu einem erneuten Angriff anzusetzen. Weiter die Winde reparieren. Ein Skulldrack löst sich vor dem Schwarm und stürzt auf dich zu, herab deine Schulter mit seinem stumpfen Kopf. Nach wenigen Augenblicken hast du die Blockade gelöst.
Ich stürze dem Hebel. Der große Skuldak fügt über dich hinweg und bespuckt die Plattform mit Säure. Du wirst nicht getroffen, aber hinter dir ertönt ein Schmerzensschrei. Du reißt an dem Hebel. Die Kästen rasen und klacken und die Plattform lässt sich in Bewegung. Die Skuldaks stieben auf. Als der Aufzug seine Fahrt nach oben fortsetzt, ziehen die erschrockenen Skuldaks sich wieder in die Schatten zurück. Die Plattform steigt auf den Turm und du spürst einen kalten Wind auf deinem Gesicht. Okay.